Krankenkassen verbinde ich mit Beitragszahlungen, Gesundheit und Kundenbetreuung. Aber wer betreut mich und welche Ausbildung brauche ich hierfür? Deshalb bin ich heute bei der AOK Bayern und checke den Beruf der Sozialversicherungsfachangestellten für euch aus. Hierfür treffe ich mich mit mir in Neustadt. Hi Christian, freut mich, dass du da bist. Wie ich sehe, bist du schon total perfekt angezogen und gehörst ja eigentlich schon zu uns dazu. Ich zeig dir heute, was ich mache in meiner Ausbildung. Und dann würde ich sagen, wenn du Zeit hast, dann gehen wir doch gleich mal rein, oder? So, wie du siehst, hier kommen die Kunden zu uns rein. Und hier auf der rechten Seite siehst du die Beratungsbox, genauso wie auf der linken Seite. Da können die Kunden von uns beraten werden und da können wir auch weiterhelfen. Ja, hey, das sieht hier schon mal super einladend aus. Ich habe schon gesehen, ihr habt hier mit unterschiedlichen Personengruppen und verschiedenen Bedürfnissen zu tun. Worauf muss man achten und welche Fähigkeiten muss man mitbringen? Also die Menschen, die kommen ja zu uns wegen den verschiedensten Fällen. Manchmal sind sie krank, manchmal haben sie echt Probleme zu Hause. Und da ist es super wichtig, dass wenn wir sie beraten, da auch viel Einfühlsvermögen damit reinbringen, dass man hilfsbereit ist und was von Vorteil ist, wenn man ein kommunikatives Wesen ist. Das heißt, einfach offen sein und Freude daran haben, mit den Menschen zu sprechen. Ich habe sowieso später einen Kundentermin und dann denke ich mir doch, komm einfach mal mit, ich zeig dir meinen Arbeitsplatz. Cool, da freue ich mich schon drauf. Das Gespräch mit einer Kundin war sehr beeindruckend und man hat auch gesehen, wie empathisch du eigentlich bist. Aber man braucht auch viel Fachwissen. Wie lange geht deine Ausbildung und wie läuft sie eigentlich ab? Danke dir erstmal, Christian. Also die Ausbildung geht grundsätzlich 3 Jahre lang und man kann sie auch auf 2 Jahre verkürzen, wenn man ein Fachabitur oder ein allgemeines Abitur mit sich bringt. Die Ausbildung verläuft in 3 Teilen. Das heißt, der eine Teil, der wird in den Geschäftsstellen sein. Dadurch läuft man alle Bereiche, die man braucht für die Ausbildung. Und der andere Teil wird dann in der Berufsschule in Nürnberg sein. Und der letztere Teil, der ist extra im Bildungszentrum von Hersbruck. Ja, Beratung ist ein großer Teil, das habe ich jetzt schon festgestellt. Aber was hast du sonst noch für Aufgaben? Genau, also viele Leute denken tatsächlich, dass wenn man in der Versicherung arbeitet, dass das wirklich nur Computerarbeit ist, dass man total eingestaubt ist von vielen Papieren. Aber ich kann auf jeden Fall versichern, dass es überhaupt nicht so ist. Tatsächlich ist es total vielfältig, weil wir mit den Menschen kommunizieren. Wir werden mit ganz vielen Menschen reden und es macht super, super viel Spaß. Vor allem, wenn wir dann auch denen die Chance bieten können, gesünder zu werden. Das ist ja immer das Ziel von uns. Vor allem als Gesundheitskasse wollen wir, dass die Menschen Gesundheit vorgebeugt bekommen. Und das liegt uns einfach wirklich sehr am Herzen. So langweilig ist es auf jeden Fall nicht, das glaube ich dir sofort. Aber bist du dann immer nur im Büro oder kommst du auch mal raus? Also natürlich sind wir überhaupt nicht die ganze Zeit im Büro. Wir sind tatsächlich sehr, sehr viel draußen und auch wir Azubis sind da total gefragt. Ich zum Beispiel habe die AOK über eine Messe kennengelernt und heute suche ich selbst auf der Azubi-Messe nach den Azubis von morgen. Im Außendienst war ich auch schon mal. Das heißt, wir als AOK Bayern gehen zu den Kunden und werden dort helfen, dort beraten, dort auch auf Festivals zum Beispiel mit jungen Menschen interagieren, denen helfen. Zum Beispiel, wenn es um Sonnenschutz oder sowas geht, da kann man sich ungefähr vorstellen, alles, was mit Gesundheit zu tun hat, nach außen zu tragen. Ich finde es cool, dass ihr im Pausenraum euch auch ein bisschen bewegen könnt und sportlich aktiv sein könnt. Aber Spaß beiseite. Wie viel Geld bekommt ihr denn in der Ausbildung? Also im ersten Ausbildungsjahr verdient man grob gesagt 1.150 und im letzten dann 1.350 Euro. Wenn du dann fertig ausgelernt hast, dann bekommst du natürlich 3.000 brutto. Damit kann man rechnen. Bin auch damit eigentlich ziemlich zufrieden, wenn man das so hört. Und Christian, ganz wichtig, wir sind auch die Gesundheitskasse. Das heißt, wenn du zum Beispiel gerne sportlich unterwegs bist, dann bekommst du auch von uns eine Gesundheitsbezuschussung für deinen Verein oder auch für ein Fitnessstudio, wenn du diesen besuchst. Das hört sich ja klasse an. Ja, und wie sieht das bei euch mit den Arbeitszeiten aus? Also bei uns haben wir eine 38,5-Stunden-Woche und wir haben Gleitzeit. Und ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich eine Erleichterung. Wenn ich zum Beispiel mal länger schlafen möchte, kein Problem. Ich komme einfach etwas später auf die Arbeit. Wir haben da eine Zeit zwischen 6.45 Uhr und 19 Uhr, an der wir wirklich in der Arbeit sein werden, wo wir arbeiten können. Ja, beim Thema Gesundheit gehört natürlich auch die Krankheit dazu. Wie ist es denn, wenn du mit Kunden zu tun hast, die eine schwierige Situation haben? Das stimmt tatsächlich, Christian. Nicht immer hat man gute Nachrichten, vor allem weil es um Krankheit auch mal gehen muss. Und bei uns ist es so, wir müssen uns vor Augen halten, wir arbeiten mit dem Gesetzbuch. Das heißt, wir haben einen gewissen Rahmen, in dem wir uns bewegen und diese Leistungen natürlich ermöglichen möchten. Und wenn es mal nicht möglich ist, dann ist es auch kein Problem, weil wir würden den Menschen helfen und dann gucken, dass da vielleicht andere Varianten oder Optionen für sie offen stehen. Ja, apropos Gesetzbuch, ich habe ja noch gar keine Bücher gesehen.
Funktioniert das bei euch alles digital? Genau, richtig. Wir haben hier keine Bücher, wie du siehst. Das ist bei uns alles digital. Hier ist mein Gesetzbuch. Ich kann ja alles eintippen, was ich möchte. Ich kann suchen. Das ist eigentlich wie Google. Und dann kannst du auch Sachen markieren, wie in einem Buch zum Beispiel. Nur, dass der Unterschied ist, das ganze Schleppen, die ganzen Rückenschmerzen, die fallen da natürlich weg. Und dieses Gesetzbuch, dieser Laptop, den wir auch als Azubis gestellt bekommen von unserer AOK, die nehmen wir mit ins Bildungszentrum. Und dort werden wir dann damit unterrichtet mit den Dozenten. Und das Bildungszentrum ist wirklich sehr schön. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich wollte was dazu sagen. Dort ist es wirklich wie ein Hotel, kannst du dir vorstellen, nur mit so Lehrsälen dazu. Und es ist wirklich richtig schön gestaltet von innen. Es ist sehr neu gebaut erst und auch neu bezogen alles. Und da lernt man die verschiedensten Menschen kennen, weil aus ganz Bayern die Menschen ja nach Hersbruck kommen. Ja, das hat ja total modern ausgestattet. Ja, du bist jetzt im ersten Ausbildungslehrjahr. Wie sieht es denn nach der Ausbildung aus? Gibt es da auch noch Weiterbildungsmöglichkeiten? Du hast bei uns in der AOK natürlich die Chance, dich weiterzubilden. Bei uns kann man intern studieren. Das heißt, alles auf Kosten der AOK. Du kriegst die Arbeitszeit natürlich obendrauf. Und am Ende hast du dann ein komplett anerkanntes Bachelor und kannst nebenbei noch dein ganz normales Gehalt bekommen. Ja, danke mir für den super Tag und für die tollen Einblicke. Ich habe mir die Arbeit hier bei der AOK Bayern deutlich langweiliger vorgestellt, aber das ist es ja gar nicht. Okay, aber eine Frage hätte ich trotzdem noch. Warum ist genau das dein Traumjob? Ich habe mir die Ausbildung tatsächlich auch viel langweiliger vorgestellt, als sie wirklich ist. Für mich ist es perfekt, weil es ist total vielfältig. Man kann mit Kunden reden. Ich bin, wie du merkst, super kommunikativ. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Und es ist auch wirklich eine Herzenssache von mir, weshalb ich auch genau hier arbeite und mich auch hier beworben habe. Und man kann hier wirklich viele Bereiche durchlaufen. Das heißt, egal was für ein Typ du bist oder was für ein Typ ich bin, ich kann wirklich irgendwas benutzen und hier meine Fähigkeiten entfalten lassen. Und da wird echt unterstützt. Und deswegen ist echt eine Top-Ausbildung. Ja, Mia, ich merke, der Job passt richtig gut zu dir. Ich wünsche dir für die Ausbildung und für die Zukunft alles Gute und bedanke mich für den Tag. Vielen Dank, Christian, dir auch. Ciao. Tschüss. Der Tag heute hat mir sehr gut gefallen. Es ist sehr spannend und auch sehr vielschichtig. Und wenn du kommunikativ bist, gern mit Menschen zu tun hast, dich für Gesundheit interessierst, dann ist die Ausbildung bei der AOK Bayern genau das Richtige für dich.